Hallo, mein Name ist David Arikan, ich bin Gartenbauingenieur und heute zeige ich euch, wie ihr eure Gärten nachhaltig und kostengünstig umgestalten könnt. Insgesamt haben wir 4 Gartenstile für euch ausgearbeitet. Zum einen den natürlichen, den romantischen, den klassischen und den modernen. Heute werde ich euch das Beispiel des klassischen Gartens erklären. Dafür haben wir uns ein Beispiel überlegt, und zwar einen Reihenhausgarten in den Grundrissen 6x10 Meter. Diesen Grundriss könnt ihr allerdings auf euren Garten auch übertragen, so dass es nachher passt. Der Mensch hinter dem klassischen Garten, der möchte sich im Garten aufhalten und sich dort wohlfühlen. Das heißt, es soll nicht ein reiner Anschauungsgarten sein, sondern er möchte gerne ein Teil des Ganzen werden. Deswegen sind auch da die Pflanzen besonders wichtig, dass man diese auch so einsetzt, dass sie üppig wirken und dass sie ein Herr werden mit den geometrischen Formen. Nun zum Entwurf des klassischen Gartens. Hier gibt es einmal direkt am Haus eine Steinterrasse, dann ein Holzdeck im hinteren Teil des Gartens, dann einmal eine Gartenhütte, 2 Holzsitzbänke mit integriertem Hochbeet, auch hier ist ein Hochbeet, ein Wasserspiel ist eingeplant und insgesamt recht viel Staudenflächen sowie eine U-förmige Hecke. Ich habe hier absichtlich mal eine etwas größere Terrassenfläche hier eingeplant, vielleicht für eine Familie, die hier Platz findet. Aber das zentrale Element ist dieser Baum oder dieser Strauch, der gegebenenfalls sogar schon vorher gestanden hat. Damit dieser Baum zur Geltung kommt, habe ich hier eine Pflanzinsel geschaffen. Ein Solitärstrauch, der wirkt am besten, wenn man eine ruhige Unterpflanzung hat. Wir haben eine zentrale Sichtachse, die direkt hier auf diesen Solitärstrauch oder Baum trifft. Und wir haben hier eine Pflanzinsel. Und diese Pflanzinsel, die sorgt dafür, dass der Garten größer wird, weil wir haben nicht mehr die Möglichkeit, den Garten einmal komplett zu überblicken, sondern der Blick, der fängt sich genau hier und das lässt den Garten einfach voluminöser wirken. Die Form der Terrasse ist optimal zugeschnitten auf den klassischen Gartenstil. Einmal mit diesen rechten Winkeln hier und diesen klaren Formen. Und die Größe ist so gewählt, dass hier auch eine Familie problemlos Platz findet. Hier würde ich helle Materialien wählen, die den Garten größer wirken lassen, damit die Platten sich nicht so aufheizen. Das könnte zum Beispiel ein Keramikplattenbelag sein oder ein Naturstein. Bei dieser Variante habe ich mich für eine Steinterrasse entschieden. Es könnte genauso auch eine Holzterrasse sein, aber eine Steinterrasse hat hier wahrscheinlich den Vorteil, dass sie etwas rutschfester ist. Oder wenn man hier grillt und man hat Keramikplatten, dann sind diese wirklich leicht zu reinigen. Bei diesem Gartenentwurf habe ich 2 Hochbeete eingeplant, und zwar an diesen Stellen. Hochbeete setze ich immer ganz gerne ein, um dem Garten noch mal etwas mehr Großzügigkeit zu geben. Denn durch diese Höhenversprünge wird der Garten etwas größer. Und diese Beete sind direkt hier im Vordergrund integriert, das heißt direkt neben den Sitzbänken, wo ebenfalls nochmal Hochbeete eingeplant sind. Der Vorteil an Hochbeeten ist, die kann man verschiedenartig bepflanzen. Zum einen können hier Kräuter eingesetzt werden, mediterrane, wie zum Beispiel Thymian oder Rosmarin oder auch Lavendel. Aber natürlich auch Zierpflanzen können da Platz finden. Das heißt, Pflanzen, die das ganze Jahr über gut aussehen, die Blüteaspekte bringen im Frühjahr, im Herbst. So bereitet es einfach im Nachhinein viel mehr Freude. Der Rasen in diesem Garten könnte ein Sport- und Spielrasen sein. Nach Möglichkeit vielleicht sogar ein Rasen, der mit Schatten gut zurechtkommt durch den Baum. Aber insgesamt haben wir recht wenig Rasenfläche, was den Staudenflächen zugutekommt. Die Beete habe ich in diesem Garten so eingeplant, dass die sich einmal hier entsprechend dieser Form ergeben. Wir haben ja hier diesen Solitärstrauch oder Baum. Die Unterpflanzung allerdings, die sollte eine ruhige sein, damit der Baum zur Geltung kommt. Dann haben wir hier die Möglichkeit, überall Stauden und Gräser einzuplanen, sogar noch hier ein Solitärgehölz. Auf der rechten Seite des Gartens würde ich hier direkt vor dem Zaun Blütepflanzen setzen, wie zum Beispiel Sonnenhut, Flammenblume oder Lavendel. Auf jeden Fall würde ich hier Kontraste setzen, zum einen was das Blatt angeht, aber auch die Blüte angeht, um hier einfach eine Höhenstaffelung auch reinzubekommen. In diesem Garten habe ich noch ein Wasserelement eingeplant, was sehr einladend ist für Vögel und für Insekten.
Wichtig ist dabei, dass auch die Unterpflanzung sehr ruhig gehalten wird, damit er zur Geltung kommt. Hier könnte zum Beispiel ein Japangras zum Einsatz kommen. Ich habe im Entwurf nochmal eine zweite Terrasse eingeplant, die etwas im Verborgenen liegt. Und zwar wird dieser einmal hier abgegrenzt durch die U-förmige Hecke und durch die Terrasse, die hier entstanden ist. Dadurch, dass der Baum hier platziert ist, wird dieser Platz gar nicht so wirklich erkannt vom Wohnbereich. Man hat das Gefühl, man sitzt dort im Geborgenen. Hier würde ich eine Holzterrasse verlegen, weil Holz ist ein warmer Baustoff. Eine Hecke dient nicht nur dem Sichtschutz, sondern ist auch für Vögel oder für Insekten ökologisch wertvoll. Denn diese bieten Brut- und Nistschutzmöglichkeiten, gerade wenn es Hecken sind, die sogar noch bewehrt sind, wie der Weißdorn oder der Feuerdorn. Und fertig sind wir mit dem Entwurf des klassischen Gartens. Ich hoffe, die Gartenplanung hat dir gefallen. Falls ja, lass gerne ein Like da, abonniere diesen Kanal, damit du die weiteren Gartenplanungen nicht verpasst. Und wenn du mehr zum Thema Gartengestaltung wissen möchtest, dann schau doch mal bei Hey Obi vorbei.